Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Rentenkonzept der Bundesregierung stößt weiter auf den Widerstand der Gewerkschaften. Bundeskanzler Schröder verteidigte heute die Pläne gegen Kritik aus den Reihen der ÖTV. Zum Auftakt des Gewerkschaftstages in Leipzig betonte Schröder, die Bundesregierung wolle die Renten langfristig sicher machen. Die Reform sei notwendig, um einen Ausgleich zwischen Jung und Alt zu schaffen. ÖTV-Chef May bezeichnete den Entwurf dagegen als nicht tragfähig. Den Bundeskanzler haben die Delegierten zunächst ganz freundlich empfangen. Doch Gerhard Schröder blieb beim Thema Rente hart. Die Beiträge müssten für die Jüngeren bezahlbar bleiben. Deshalb sei auch eine kapitalgedeckte Rentenfinanzierung notwendig. Das werden wir tun, weil das notwendig ist. Du kannst uns so viel erzählen, wie du glaubst, erzählen zu sollen. Es ist notwendig und wir werden es machen. Basta! Pfiffe und Buhrufe. Die Chancen für einen Rentenkonsens sind schlecht. Es dürfe keinen Umstieg auf die individualisierte Selbstvorsorge geben, warnte der ÖTV-Vorsitzende. Die Grundlinie der Sozialversicherung war in den Gewerkschaften immer, es darf keine individualisierte Altersversorgung geben, die noch mehr zwischen Arm und Reich trennt. Es muss die solidarische Finanzierung der Sozialversicherungssysteme bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hauptthema des Leipziger Kongresses, die Zukunft der ÖTV und ihre Fusion mit 4 weiteren kleineren Gewerkschaften zu der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Der Grund für die geplante Vereinigung sind Mitgliederschwund und steigende Finanznöte. Vom Votum der 554 Delegierten übermorgen wird es abhängen, ob die neue Supergewerkschaft wie geplant im Frühjahr gegründet wird oder ob Verdi nicht noch in letzter Minute platzt. Der Gewerkschaftstag der ÖTV in Leipzig wird spannend. So spannend war wohl bisher noch keiner. Bundesfinanzminister Eichel hat sich dagegen ausgesprochen, Kapitallebensversicherungen als private Altersvorsorge staatlich zu fördern. Er trat heute auch Meldungen entgegen, nach denen der Immobilienerwerb oder der Kauf eines Heimplatzes unterstützt werden soll. Die private Altersvorsorge müsse zu einer sicheren und auskömmlichen Rente bis zum Lebensende führen, sagte Eichel im Hessischen Rundfunk. Das schließe Anlageformen aus, die keine monatlichen, gleichbleibenden oder steigenden Zahlungen bürden. Die evangelische Kirche in Deutschland hat die Parteien zu einer gemeinsamen Zuwanderungspolitik aufgerufen. Der EKD-Ratsvorsitzende Kock forderte heute klare Neuregelungen. Dadurch könnten bei der einheimischen Bevölkerung die Ängste vor Fremden und vor sozialen Verlusten abgebaut werden, sagte er zu Beginn der EKD-Synode in Braunschweig. Die etwa 120 Kirchenvertreter wollen sich bis Freitag unter anderem mit Strategien gegen Fremdenfeindlichkeit auseinandersetzen. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Ökumene. Beim ökumenischen Eröffnungsgottesdienst heute Morgen im Braunschweiger Dom demonstrierten evangelische und katholische Kirchenführer Einigkeit. Doch der Anschein der Harmonie trügt. Das umstrittene Vatikanpapier Dominus Jesus vom September, das die katholische Kirche als einzige Kirche Christi bezeichnet, dieses Papier hat tiefe Wunden aufgerissen. Deshalb ist die Ökumene eines der zentralen Themen, mit denen sich die 120 Vertreter der evangelischen Landeskirchen in dieser Woche beschäftigen wollen. Es gibt Verunsicherungen, es gibt auch Enttäuschungen, wenn die Erwartungen eigentlich eher auf eine stärkere Gemeinsamkeit gegangen sind. Und insofern ist es für die Leute vor Ort, für die Gemeinden auch sehr schwierig. In seinem Bericht zum Auftakt der Synode bezeichnete Kock das Vatikanpapier als ein Zeichen von Schwäche und Ängstlichkeit. Dennoch verbinde beide Kirchen mehr, als sie trenne. Der als Gast geladene katholische Bischof Josef Hohmeier bekräftigte, er sehe keine Alternative zur Ökumene. Die Politik mahnte Kock in seiner Rede, das Thema Einwanderung nicht für den Wahlkampf zu missbrauchen. Deutschland sei faktisch seit langem ein Einwanderungsland. Deshalb müsse klar geregelt werden, welche Menschen aus welchen Ländern eingeladen würden. So könne Integration Gewalt vorbeugen. Die evangelische Kirche sei tief erschüttert über die Serie der Anschläge gegen Ausländer und jüdische Einrichtungen. Dies zeige, wie dünn der Boden humaner Traditionen in Deutschland geworden sei.
Bundeskanzler Schröder hat die Diskussion in der Union über eine deutsche Leitkultur als grotesk kritisiert. Dieser verquaste Begriff verhindere eine sachliche Debatte um die Zuwanderung nach Deutschland, sagte Schröder heute. Statt über eine Leitkultur müsse über die Basis gesprochen werden, auf der Deutsche und Nichtdeutsche friedlich miteinander leben könnten. Der Kanzler nannte in diesem Zusammenhang drei Punkte: die Achtung der Verfassung, die Einhaltung der Gesetze und der Wille zur Integration.